Nach der fulminanten Rallye hat es gestern doch ziemlich gekracht. Nasdaq und Apple mit dem stärksten Abverkauf seit März. Dow Jones und der S&P 500 seit Juni aus einer Kombination zwischen Mechanik, nämlich diese Option Frenzy, dieser Enthusiasmus bei Optionskäufern, die auf der Call-Seite, auf der Long-Seite unterwegs waren, und technisch einer extrem am Anschlag sich befindlichen Lage waren die Ursache. Aber die Frage ist jetzt, wie weit geht diese Korrektur? Und da ist meine These, dass wir heute den Tag der Wahrheit sehen. Und ich will in diesem Video zeigen, warum der heutige Tag so zentral wichtig ist, um zu wissen, wie es um die Märkte wirklich steht. Schauen wir uns zunächst mal an, was Mohamed El Erian, Chefberater der Allianz, gesagt hat. Ja, also es ist so, dass wir jetzt die Situation haben, wenn dieser Shift jetzt weitergeht von technischer Getriebenheit des Marktes hin zu einer fundamentalen Betrachtung, dann können die Aktienmärkte mindestens 10% verlieren. Die Frage ist nur, passiert dieser Shift? Wird man also sagen, ja Mensch Leute, das ist so ein bisschen übertrieben gewesen, was wir da aufs Parkett gezaubert haben. Diese Bewertungen, die sind einfach nur noch absurd. Oder wird man sagen, naja, egal, es ist ein kleiner Ausrutscher, hier ist ein bisschen heiße Luft rausgelassen worden, aber es geht jetzt weiter. Deswegen, sagt Mohamed El Erian, werden wir jetzt zeitnah sehen, wie die DNA der Märkte ist, wie also wirklich die Substanz der Märkte ist. Und der heutige Handelstag ist insofern extrem wichtig, als wir schon am Montag jetzt ja einen Feiertag in den USA haben. Die Märkte sind also geschlossen wegen Labor Day. Und heute noch ein paar Sachen kommen, die uns viel Aufschluss geben über die innere Verfassung der Aktienmärkte. Gestern zum Beispiel hatten wir ja beim S&P einen deutlichen Verlust. Drittschlechtester Tag seit dem Tief, das wir gesehen haben am 23. März. Aber wir hatten zwei größere Rücksetzer, einen im April, nämlich am 1. und den zweiten am 11. Juni. Und in den Folgetagen haben wir keinen Schlusskurs mehr gesehen unter den Tiefs, die wir dann am 1. April respektive am 11. Juni gesehen haben. Das heißt, der Markt hat gezeigt, jo, das war ein kleiner Rücksetzer, das ist schnell wieder vorbei. Dementsprechend sollten wir heute tiefer schließen, wäre das schon mal ein Signal. Das Signal ist, dass das erste Mal seit 23. März eben nach einem solchen Abverkauf dann der nächste Tag noch ein weiteres Tief nach sich zieht. Das ist also eine extrem wichtige Botschaft heute, die wir bekommen werden. Was haben wir noch, um einfach mal die Verluste darzustellen? Das, was da gestern an heißer Luft entwichen ist, an Marktkapitalisierung, das, was die Fangman-Aktien, also Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon und Nvidia verloren haben, nämlich 500 Milliarden Dollar. Das entspricht etwa dem BIP Schwedens oder Belgiens. Das heißt, da ist in wenigen Stunden das wieder ausradiert worden, was vorher hinzugekommen ist, was alle Schweden in einem Jahr an Gütern und Dienstleistungen produzieren oder alle Belgier. Da muss man sich die Relation schon mal vor Augen führen. Und alleine Apple hat jetzt in zwei Tagen 365 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung verloren. Das entspricht der Marktkapitalisierung von 491 der 500 Firmen in S&P 500. Das heißt, es gibt nur 9 Firmen im Leitindex S&P 500, der die größten Unternehmen der USA abbildet, die überhaupt mehr Marktgewicht haben, mehr Marktkapitalisierung haben, als das, was Apple jetzt in zwei Tagen verloren hat. Das sind einfach Dimensionen, die extrem krass sind. Und hier in diesem Chart sehen Sie, wie dieser Fahnenstangen-Chart praktisch völlig aus dem Ruder läuft und wie wir hier jetzt nur noch so einen Docht eben hier haben, aber das eigentliche Problem, nämlich der Fahnenstangen-Chart, ja nach wie vor der Fall ist. Das sehen wir, wenn wir uns mal die Relation anschauen. Wir haben gestern die Fang Plus Aktien etwa 6% durchschnittlich im Minus gehabt, und hier sehen Sie mal einen Chart, wie das im 5-Jahres-Chart aussieht. Das ist so ein ganz kleiner Rücksetzer. Ist nicht so wahnsinnig viel, auch wenn wir gestern im Nasdaq zwischenzeitlich über 6% sogar im Minus gewesen sind. Und nach wie vor handelt der Nasdaq 26% über seiner 200-Tages-Linie. Also da ist eigentlich noch reichlich Luft für weitere Korrekturpotenziale.
Gestern, wie gesagt, eine sich selbst verstärkende Dynamik, nachdem alle auf derselben Seite sitzen, nämlich auf der Long-Seite, vor allem mit Optionen. Und wenn dann mal der Zug in die andere Richtung fährt, dann kommt dann eben eine ähnliche Dynamik auf, wie wir sie jetzt gesehen haben, auf der Oberseite. Nur ein paar Zahlen. Wir hatten ja diese FANG-Aktien, die hatten 25% der Marktkapitalisierung des S&P 500. Wir haben über 9 Billionen an Marktkapitalisierung gehabt bei diesen Aktien. Das entspricht den gesamten europäischen Aktienmarkt. Und wir haben Zugewinne seit dem Lockdown des Nasdaq im März. Lockdown im März. Der Nasdaq hat seitdem in jeder Stunde durchschnittlich 1,6 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung hinzugewonnen. Das sind Zahlen, das ist mehr übrigens, als die Zentralbanken an Geld gedruckt haben seit dem Lockdown. Nämlich, das sind nur 1,4 Milliarden Dollar pro Stunde. Der Nasdaq aber hat 1,6 Milliarden Dollar pro Stunde hinzugewonnen. Das ist einfach mal eine gewisse Relation. Wie weit geht diese Korrektur? Das ist die Frage. Hier sehen wir mal den Triple Q, das maßgebliche ETF auf den Nasdaq. Und hier sehen wir eine Aufwärtstrendlinie. Und es wäre nicht überraschend, wenn der Kurs eben zumindest diese Aufwärtstrendlinie mal testet und dann davon abprallt. Wenn wir hier weiter nach unten kommen und zum Beispiel auf das Hoch zurückfallen, das wir im Februar gesehen haben, also vor der Corona-Krise, dann wären wir bereits in einem Bärenmarkt. Das muss man sich mal vorstellen. Tesla zum Beispiel ist schon in einem Bärenmarkt. Die haben 25% vom Hoch verloren, von ihrem bisherigen Allzeithoch. Wir haben jetzt eine Situation, und das ist vielleicht ein Treppenwitz der Geschichte, mal wieder eine historische Parallele. 1929, wir haben ja ähnliche Chartverläufe, wir haben diesen Abverkauf, dann haben wir eine massive Erholung, bevor es dann in der Wirtschaftskrise eben weiter nach unten ging. Und dieser weitere Abverkauf in der Wirtschaftskrise begann am 3. September 1929. Hier sehen Sie unten vielleicht den Chart und oben ein Bild aus der Los Angeles Times aus dem Jahr 1929. Respektive 1928, also kurz bevor der Crash passierte. Da sieht man, wie die Wall Street vorausläuft, Party macht und die anderen sagen, hey, warte auf uns, wir kommen nicht hinterher. Also alle wollen noch bei dieser Rallye dabei sein. Könnte man vielleicht hier auch so ein Comic, eine Karikatur mit Optionen zeichnen, wo dann die Leute wie wild dem steigenden Kursen hinterherlaufen. Insgesamt ist das jetzt nicht untypisch, was hier passiert. Ich hatte diese Grafik schon öfter gezeigt, aber sie ist zentral. Wir sehen hier, dass normalerweise, wenn der Amtsinhaber in einem Wahljahr in den USA die Wahl verliert, dann passiert genau das, was gestern angefangen haben könnte, nämlich die Kurse gehen runter bis um und bei, naja, sagen wir Mitte September, dann kommt nochmal ein kleiner Aufschwung und dann kommt ein Move nach unten, der sich gewaschen hat bis tief in den Oktober, bis Ende Oktober, bevor es dann Ende Oktober, also kurz vor der US-Wahl, wieder nach oben geht. Wenn wir jetzt diesen Prozess ähnlich sehen, dann könnte das darauf hindeuten, dass Donald Trump die Wahl doch verlieren würde. Wenn wir diesen Prozess nicht sehen, dann sehen wir hier die obere Grafik, dann würde das dafür sprechen, wenn also die Aktienmärkte diese Korrektur jetzt nicht fortsetzen, würde das dafür sprechen, dass wir hier einen weiteren Vierjahreszyklus von Sid Donald genießen dürfen, der ja vielleicht ein bisschen den Fehler gemacht hat, dass er praktisch dazu aufgerufen hat, dass wer Briefwahl macht, dann nochmal zur Wahlurne gehen soll. Das haben ihm die Amerikaner, glaube ich, durchaus übel genommen. Das ist etwas, was sozusagen nicht geht, wenn Donald Trump sich brüstet damit, irgendwie Frauen belästigt zu haben, dann zucken alle mit der Schulter, aber sozusagen Betrug in der Wahlkabine ist in der amerikanischen Demokratie nicht gerade besonders gerne gesehen. Jedenfalls achten wir auf diesen Zyklus. Das war auch so ein bisschen meine Prognose, dass eben dann ab Anfang Februar es schwierig werden könnte, saisonal eine schwierige Zeit, die besonders schwierig dann ist, eben angesichts der Unsicherheiten im US-Wahlkampf, denn da sind ja Risiken am Start, die die Märkte bisher überhaupt noch nicht eingepreist haben. Risiken zum Beispiel jetzt auch das Verhältnis zwischen den USA und China. China hat über die Global Times verlautbaren lassen, dass man die bisherigen Staatsanleihenbestände, die man an US-Staatsanleihen hat, reduzieren will, nämlich von 1 Billion Dollar auf 800 Milliarden Dollar. Das sind also immerhin 20%. Und im Falle einer
militärischen Auseinandersetzung würde man das auch auf Null zurückfahren, hat der Global Times Artikel gesagt. Man wird das schrittweise tun und man tut es, weil eben das Defizit der USA explodieren würde etc. Hier in der unteren oder in der mittleren Grafik sehen Sie übrigens das Handelsbilanzdefizit der USA, das jetzt so schlecht ist wie seit dem Jahr 2008, glaube ich, nicht mehr, oder 2009. Das heißt, wir haben nach wie vor ein extremes Handelsbilanzdefizit der USA. Gestern wurden die Zahlen vermeldet, waren deutlich schlechter als erwartet. Und vor allem das Handelsbilanzdefizit ist der USA mit China ist größer als im Jahr 2016, als Donald Trump ja gewählt wurde und im Mai gesagt hat, ja, also China, Mai 2016, China stiehlt uns sozusagen, China sei der größte Dieb in der Geschichte der Menschheit etc. Das heißt, Trump hat ja eigentlich versprochen, dieses Handelsbilanzdefizit zu reduzieren, abzuschaffen. Das Gegenteil ist passiert. Wir stehen etwa da, wo wir standen kurz bevor Donald Trump Präsident wurde. Man sieht also, dass da in manchen Bereichen nicht so wahnsinnig viel passiert ist. Apropos USA, Innenpolitik wichtig. Hier jetzt Aussagen von Meadow respektive von anderen US-Vertretern, dass man weitere Apps sich anschauen wird aus China, die man bannen will, oder chinesische Apps, die man bannen will. Dieser TikTok-Verkauf scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Das würde bedeuten, dass dann wahrscheinlich ab Mitte September TikTok komplett in den USA nicht mehr laufen wird. Das wird die Chinesen nicht gerade erfreuen. Wir haben jetzt weiterhin überhaupt keine Perspektive in Sachen Stimulus-Deal zwischen den US-Republikanern und US-Demokraten. Und wir haben jetzt die Situation, dass es Meldungen gibt, die sich widersprechen im Sinne von Government Shutdown. Ja, das kommt wieder. Wir brauchen praktisch jetzt wieder Notmaßnahmen, damit nicht Ende September in den USA ein Government Shutdown wieder passieren wird, wo also der Staat praktisch kein Geld mehr ausgeben darf. Das ist doch wieder mal das alte Spiel, das wir kennen. Und heute natürlich im Fokus die US-Arbeitsmarktdaten. Prognose so bei 1,4 Millionen. Gestern ja die Erstanträge besser, weil das Bureau of Labor Statistics die Statistikerfassung, die Methodik geändert hat. Dementsprechend hat man in anderen Daten gesehen, die mit diesen Arbeitsmarktdaten verbunden sind, aber nicht die Headline-Zahl repräsentieren, dass die Lage am Arbeitsmarkt in den USA sich überhaupt nicht verbessert hat. Wir sehen bei Einkaufsmanager-Indizes, dass die Komponente Beschäftigung sehr, sehr schwach ist nach wie vor. Aber wer weiß, was die Amerikaner heute wieder aus dem Hut zaubern, um die Aktienmärkte zu retten. Es wird ein wirklich wichtiger Tag heute. Wenn wir heute nochmal ein Minus vor dem Komma sehen, sozusagen, ein Minus, einen negativen Handelstag sehen, dann wäre das ein klarer Hinweis darauf, dass die Korrektur sich deutlich fortsetzen wird, wahrscheinlich bis zunächst mal Mitte September laufen wird, dann eine Erholung, dann nochmal ein Abverkauf in den Oktober und es wäre dann sehr wahrscheinlich, dass Donald Trump die Wahl verliert. Also wir werden jetzt wahrscheinlich sehr wichtige, sehr zentrale Informationen nicht nur zur DNA der Aktienmärkte bekommen, sondern auch vielleicht zum politischen Geschehen der nächsten Wochen und Monate. Und in diesem Sinne wünsche ich jetzt das Allerbeste und sage Ihnen Servus und Ciao.